Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zur 5. Episode von Dein Team. Ja Freunde, es ist sozusagen ein kleines Jubiläum und die Episoden von Dein Team kommen immer richtig überragend bei euch an. Bei der letzten Episode habt ihr über 45 Daumen nach oben dagelassen. Dafür schon mal ein riesig fettes Dankeschön. Und falls ihr da auch mal dabei sein wollt, dann müsst ihr mir einfach euer Team über Facebook einsenden. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und Freunde, heute haben wir leider nur eine Top 7 am Start. Denn ja, wir haben sehr, sehr viele Leute ihr Team eingesendet. Aber es war einfach so, dass die Bilder zu schlecht waren. Die Qualität der Bilder muss wirklich gut sein. Also schickt mir bitte gute Bilder ein. Am besten von der Konsole aus. Lieber nicht vom Handy, denn dann sieht das hier auch wirklich besser aus im Video. Und ja, dann wünsche ich euch auch schon viel Spaß beim Platz Nummer 7. Den 7. Platz belegt Max Franz mit diesem Team. Er hat ein fast Full Special Card Team mit Cristiano Ronaldo vorne drinnen. Und ihr werdet euch jetzt denken, warum ist das Team nicht weiter vorne eigentlich? Und ja, Freunde, es liegt einfach daran, ich werde mehr nach Kreativität benoten und nicht nach Wert des Teams sozusagen, denn dieses Team hat nicht mal volle Chemie und da tut es mir echt leid, aber manche machen sich da echt viele Gedanken und hauen da richtig geile kreative NLW-Hybrids raus und deswegen ab sofort also mehr Kreativität, mal was Neues, also probiert auch mal Silber Squad, Gold Squad also zu verbinden, Silber, Gold, Bronze vielleicht mal was ganz, ganz Besonderes, also kreative Squads kommen ab jetzt weiter vor im Ranking, aber das Team ist natürlich auch kein schlechtes Team, mit dem kann man sicher viel reißen und deswegen auch ein verdienter Platz Nummer 7. Den 6. Platz, den holt sich Ramon Toos mit diesem Einliegen-Team sozusagen, Bundesliga-Squad, sieht schon sehr, sehr geil aus, muss ich sagen, mit Robben und ganz, ganz vielen Team-of-the-Season-Karten, eine Silberkarte, dazu noch Aubameyang, Reus und Neuer, also das Team hat schon was, also es ist schon ein richtig geiles Team, aber es ist halt nur eine Liga, von dem her wieder nicht weiter vorne im Ranking, aber auf jeden Fall ein richtig starkes Team, dafür mal Respekt und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Platz Nummer 5. Den 5. Platz, den holt sich Lukas Möbius mit diesem eigentlich ziemlich geilen Hybrid. Sind halt leider nur 2 Ligen und fast nur grüne Links. Aber Ibra ist da schon richtig nice vorne drinnen. Reus auf dem Flügel mit Lukas. Und Pastore in Form im Zentralen ist da schon ein absolutes Biest mit 4 Sternen Skills. Neuer im Tor, Alaba auf links. Also das sieht schon nicht schlecht aus, die Innenverteidigung, Boateng und Silva. Das ist ein ziemlich starkes Team, also dafür Respekt. Und du hast dir den 5. Platz verdient. Das nächste Squad ist dann nur ganz knapp am Podest vorbeigeschrammt und es ist das Squad von Yannick Henze. Er hat auf jeden Fall mal was richtig Geiles. Es ist was anderes. Douglas Costa, Khedira und dann noch Miranda sind transferiert. Ich glaube Isla auch. Auf jeden Fall sind das sehr, sehr viele geile Spieler, die man nicht so oft sieht. Zum Beispiel auch Klose. Den sieht man eigentlich fast nie in einem Team. Oder Neto oder Miranda vielleicht mal von Inter Mailand. Und der Linksverteidiger, der ist auch richtig geil, weil das einfach mal ein anderer ist. Nicht immer David Alaba, aber vielleicht mal was anderes. Ich finde, das Team sieht richtig nice aus. Jeder Spieler kommt auf seine volle Chemie. Klose da vorne. Finde ich einfach richtig, richtig nice dazu. Eine Man of the Match Silberkarte. Das Team hat einfach alles, was es braucht, um richtig nice auszusehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Platz Nummer 3. Die Bronzemedaille holt sich dann Nils Jäger mit Neymar und Martinez. Vorne drinnen Neymar natürlich nicht auf der vollen Chemie, aber ich finde, das passt schon so. Und dazu haben wir dann noch hinten viele Brasilianer und Sirigu im Tor, der ein absolutes Biest ist. Dann haben wir 2 Team of the Seasons, einen Inform und eine Silberkarte. Alles in allem sieht das Team schon richtig, richtig geil aus. Es ist auch mal ein bisschen eine Abwechslung, den Rechts- und den Linksverteidiger. Sieht man jetzt auch nicht wirklich so oft im Spiel. Und dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch an Nils Jäger für den Platz Nummer 3. Und dann sehen wir uns auch schon bei der Silbermedaille. Die Silbermedaille holt sich Vincent Naunburg mit einem richtig, richtig starken NLW-Squad. Also ganz ehrlich, so ein Squad habe ich echt noch nie gesehen, so zusammengesetzt. Ich finde es einfach ein richtig schönes Squad. Natürlich mit der Aufstellung ist es nicht allzu schwer, ein NLW zu bauen, aber es sieht richtig cool aus. Mustafi in der Innenverteidigung mit Sergio Ramos. Das sind schon 2 richtig starke Spieler. Diekmeyer auf rechts ist auch richtig, richtig schnell. Und Walcott und Bolasie und Sanchez zerstören da vorne, denke ich mal, wirklich alles. Also dieses Team ist echt richtig, richtig stark. Herzlichen Glückwunsch, Vincent, für den Platz Nummer 2. Und dann sehen wir uns auch schon beim großen Platz Nummer 1. David Hümmer gewinnt den Platz Nummer 1 der 5. Episode von Dein Team. Er hat mal ein richtig geniales NLW-Squad am Start. Die Bildqualität ist zwar nicht die beste, aber das Team, das ist das Beste. Diepe, Wijnaldum, Robben, dann hat er hier noch Hernanes, Ramirez, Oscar, dann hat er hier Dodo, Badra, Pique, Rafinha und Adrian im Tor. Also dieses Team hat schon echt was.
sehr, sehr viele Hyperlinks, also Perfect Links, denke ich, heißt das. Sodass eben, ja, zum Beispiel Dodo und Hernanes, die kommen beide auf volle Chemie, genauso wie Deepay und Vinaldum. Also dieses Team hat schon echt was, so ein Squad habe ich ganz ehrlich noch nie in FIFA gesehen, so geil wie dieses Team. Also richtig cooles Hybrid NLW Squad. Richtig geil hast du dir das zusammengebastelt. Dafür einen herzlichen Glückwunsch. Du hast den Platz Nummer 1 gewonnen. David Hümer gewinnt also den Platz Nummer 1. Und falls ihr eben auch mal dabei sein wollt, wie gesagt, schreibt mir einfach auf Facebook und schickt mir euer Bild. Versucht bitte, dass es eine gute Bildqualität hat, das Foto. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit der 5. Episode von Dein Team. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und dann verabschiede ich mich auch schon wieder aus diesem Video und sage wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.